Ja, hallo ihr Lieben, ich bin der Markus Schweppe oder einfach kurz Schweppi, gelernter Sport- und Gymnastiklehrer und der Erfinder und Creator des Tanz-Fitness-Konzepts 4 Streets. Also ich denke, ich habe Ahnung von Sport und genau damit möchte ich dich heute motivieren, damit möchte ich einsteigen in diesen tollen Beitrag. Und der erste Kollege, den ich euch vorstellen will, den kennst du ganz bestimmt auch, der innere Schweinehund. Und dieser Drecksack, sagen wir es doch mal, wie es sich gehört, hält uns so oft davon ab, unsere To-Do-Liste abzuarbeiten. Egal ob im Job oder im Haushalt oder im Sport, wir haben so viele Ziele und wir haben so viel vor und am Ende haben wir nicht mal die Hälfte geschafft. Und jetzt frage ich dich, macht dich das auf Dauer glücklich? Ich glaube nicht. Also ich kann dir sagen, Sport ist nicht nur die perfekte Auszeit und irgendwie deine persönliche Ausgleichsmöglichkeit zum hektischen Alltag. Nein, der Sport bedeutet, ich hoffe nicht nur für mich, auch für dich, trifft Gleichgesinnte, Gemeinschaft, Selbstverwirklichung, Ziele erreichen und einfach das beste Mittel, diesen Schweinehund zu besiegen und natürlich dich glücklich zu machen. Und welche Strategien dir helfen, erfolgreich in den Breitensport zurückzukehren oder vielleicht bist du ja voll aktiv gerade am Sporteln und ich kann dich motivieren, weiterzumachen, das schauen wir uns in diesem Beitrag noch an. So, mein erster Tipp, finde deinen persönlichen Sport. Du hast im Breitensport oder generell hier in Bayern so viele Möglichkeiten, Sport zu treiben, ob jetzt eher geistig oder körperlich, ob im Team oder alleine, ob in Präsenz oder online, die Möglichkeiten sind so vielfältig wie eine Speisekarte im Restaurant und der Sport ist wie ein Essen. Das Essen muss dir schmecken. Probier dich durch, probier dich aus und du wirst dein Lieblingsessen, deinen Lieblingssport finden und nur dann, wenn der Sport Spaß macht und mit, ich sage jetzt mal, Leichtigkeit dein Alltag wird, dann bleibst du dran und machst dich glücklich. So, mein Tipp Nummer 2, Ziele ganz klar definieren und visualisieren. Ganz wichtig, setz dir keine aus dem Blauen gegriffenen zu großen Ziele. Bleib realistisch. Definier ganz klar, was du möchtest. Für viele, die nach Krankheit oder Verletzung in den Sport zurückkehren, heißt es einfach nur schmerzfrei oder schmerzfreier durchs Leben gehen. Andere suchen einfach nur einen Ausgleich zum Alltag. Die wollen Spaß. Die anderen möchten irgendeinen Wettkampf gewinnen vielleicht mal. Aber wichtig ist, setz dir klare Ziele, sei dir bewusst, dass du das erreichen kannst und visualisiere auch die Situation, wie fühle ich mich, wenn ich endlich schmerzfrei die Treppe hochgehe? Wie fühle ich mich, wenn ich nach einem harten Arbeitstag Gleichgesinnte treffe und Spaß habe? Und dieses tolle Gefühl, das musst du dir denken und das musst du auch spüren können. Und das treibt deine innere Motivation, deinen Fokus an und lässt dich auch vom ersten Schritt an dabei bleiben. Tipp Nummer 3. Oh, starte in kleinen Schritten und in einer motivierenden Umgebung. Es bringt nichts, wenn du gleich zu viel willst und dich überforderst. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Du kennst den Spruch und genau das passt hier. Mach es dir so schön wie möglich, mach dich glücklich. Also mein Tipp für dich, sorge für feste Termine und für Abwechslung in deinem Training. Kommt dir das bekannt vor? Ein voller Terminkalender und ich bin mir sicher, da ist Platz für dich und für deine Me-Time. Dein Termin, dein Date mit dir selber. Ja, wirklich. Wir haben für Gott und die Welt Zeit und selten für uns selbst. Also trag dir feste Trainingszeiten ein und plane das für dich und deinen Alltag fix ein. Du bist es dir wert. So, und jetzt verrate ich dir noch einen weiteren Tipp. Mein persönliches Geheimnis. Nutze die Kraft der Gruppe und feiere deine persönlichen Erfolge. Ganz ehrlich, wenn ich von mir ausgehe, ich habe ein eigenes Tanz-Fitness-Konzept kreiert. Warum? Weil ich ein Fan der Gruppendynamik bin. Was zeichnet denn die vielen Vereine in Bayern aus, dass mehrere Menschen zusammenkommen, um ihren Lieblingssport durchzuziehen? Und du kannst dir vorstellen, du kannst es auch alleine, du kannst auch im Beruf alles alleine schaffen. Es ist toll, aber der ganze Druck lastet auf dir und stresst dich. Wie schön ist es, wenn du zu einer Gruppe dazugehörst, wenn du ein Puzzleteil bist, das vielleicht mal fehlen kann. Ja, du bist vielleicht mal krank, aber ohne dich
ist das ganze Puzzle einfach unvollständig. Und dieses emotionale Verbundensein in der Gruppe, dieses Miteinander, das macht für mich das i-Tüpfelchen aus. Deshalb bleiben auch automatisch die Erfolge nicht aus. Und egal wie klein sie sind, feier die Erfolge, feier dich, feier deinen Sport und bleib dran. Was ich dir unbedingt mitgeben möchte, akzeptiere Rückschläge und mach den Sport zum Teil deiner Identität. Verinnerliche diese Megapower, die dir der Sport bietet. Rückschläge, die gehören zum Leben dazu. Du weißt es doch besser als ich. Es gibt gute Tage, schlechte Tage. Es gibt immer irgendwas, das du kannst und irgendwas, was du nicht kannst. Und das Schlimme ist, dass man immer denkt, wenn man einen Rückschlag erlebt hat, Sport ist Mord, das schaffe ich nie, so ein Scheiß. Aber ich verspreche dir, auf schlechte Zeiten, auf Regen kommt immer Sonnenschein. Nach einem Tief kommt definitiv wieder ein Hoch. Und wenn du diese Power, diese Energie, wenn diese Flamme, dieser Sport in dir brennt, dann gehst du auch ganz anders und frisch aufgeladen durch den Alltag und durch deinen Job. So, wir sind am Ende angekommen. Was soll ich noch sagen? Sport macht Spaß, Sport macht dich fit, Sport hält gesund. Ich glaube, damit sind wir vorhin eingestiegen, das weißt du alles schon. Es ging um den inneren Schweinehund. Du erinnerst dich ganz am Anfang unseres Beitrags und ich habe dir jetzt so viele Tipps gegeben, mit denen der Schweinehund echt keine Chance mehr hat. Wir sind nicht gemacht fürs Sitzen, wir sind nicht gemacht fürs Pause machen, fürs Warten. Unser Leben ist Bewegung, da sind Erfolge und Rückschläge mit inbegriffen, auch beim Sport. Wichtig ist einfach nur, tu das, was dir Spaß macht. Und ich kann dir sagen, der BTV, der Bayerische Turnverband, allein hier in Bayern, bietet dir mit über 3.300 Vereinen ein viel, viel bunteres Kurs- und Sportangebot, als ich auf meinem T-Shirt je tragen könnte. Also von daher, finde deine Farbe, finde deinen Sport, deine Zeit ist jetzt.